Hallo und willkommen zurück bei Guild Wars 2. Und wir starten jetzt die Main Quest Runde von Taichi. Jo, und das müssen wir wieder zum Imperatorkern, zur Hauptstadt. Ja, von den Chaos. Das ist die Wegmarke des Imperators. Die Wegmarke des Imperators, okay. Ladebildschirm. Jupp, ist schon immer wieder was Schönes. Ja. Schauen wir mal, vielleicht darf ich ja jetzt endlich mal wieder was rumschnetzeln, richtig, weißt du? Genau. Oder es kann natürlich auch sein, irgendwann im Laufe des Ganzen hier müssten sich ja unsere Storys irgendwie überschneiden. Weil könnte im Endeffekt sein, ja. Läuft es ja bei der Story eh drauf raus, dass wir Zeitan gegenüberstehen. Ja. Bin mal gespannt, wann das soweit sein soll. Ich auch, auf jeden Fall. Und was blöd wäre, wenn wir dann ähnliche oder gleiche Quests doppelt machen müssen. Das wäre doof, aber ich denke, das können wir damit umgehen, dass ich werde definitiv die Wach... Also du musst dich irgendwann mal entscheiden zwischen der Abtei Dormant, den Wachsam oder was waren die anderen? Ja, war doch immer. Schurken, diese Geheimniskrämer hier gerade. Genau. Da muss man sich dann irgendwann mal... Also da kann man sich eine von den dreien aussuchen, für die kämpfst du dann immer. Ja. Ne? Und ja, da können wir ja auch was Unterschiedliches nehmen. Ja. Aber sprechen wir jetzt erstmal mit Whitlock. Genau. Steht bequem, Centurio, und hört gut zu. Wir haben ein ernstes Problem und ihr seid bereits darin verwickelt. Die Orden von Tyria sind wegen einem eurer Soldaten zu mir gekommen. Wegen Jaul, dem Dreisten. Jaul ist tot. Er starb im Kampf gegen Herzog Baradin. Ich habe sein Grab gesehen. Ja, und bevor er starb, kaufte Jaul offenbar ein gefährliches magisches Amulett von der Nekromantin Rissa. Wo immer dieses Amulett hingeht, folgen ihm die Untoten. Rissa hat sie in der ganzen Region verteilt. Die Orden möchten Jauls Amulett gerne untersuchen, um zu sehen, womit sie es zu tun haben. Die Hochlegion wiederum wollen eine gute Beziehung zu den Orden. Also werdet ihr ihnen bei der Untersuchung helfen. Ihr trefft euch an Jauls Grab mit Vertretern der Wachsamen, des Ordens der Gerüchte und der Abtei. Sprecht mit allen drei Orden, aber konzentriert euch dann auf den, der am ehesten greifbare Ergebnisse liefern kann. Verstanden? Ja, Jaul war einer meiner Leute. Ich werde tun, was nötig ist, um diese Sache aufzuklären. Okay. Dann machen wir das. Hört sich wieder nach Geistern und Untoten und den ganzen Schnickschnack an. Ach ja, ich muss ja die Instanz noch verlassen, wa? Jo, das wäre jetzt nie so ungünstig. Amber. Wo müssen wir hin? Wahrscheinlich dort schauen oben. Schauen wir mal. Ach nee, hier unten. Ach, das ist ja diesmal gar nicht so weit. Sag an die Wegmarke. Bisschen in Osten und zwar Wegmarke wie das Tor. Sicher? Ja. Ach, dann zeigt ihr mir meine Quest, das ist ja doof. Ja. Also quasi raus hier, dann Dorf Rauchheim ist ja draußen, ne? Ja, ich bin und jetzt zu Wirstor geportet. Ach so, gut. Dann heinisch gesagt. Okay. Und dann? Ja, muss ich erstmal ankommen und dann müssen wir bloß 3 Meter nach Dalau und hier nach Osten laufen. Auch schon da. Dieser rosa Vogel ist irgendwie hässlich. Oh, was ist das denn für ein Bild? Ja, irgendwie irgendeine Raupe. Ist ja eklig. Brainbug. Es geht nicht nur um eine Nekromantin. Es geht auch um Drachen und Untote. Ihr glaubt also immer noch, diese Nekromantin war eine Agentin der Altdrachen? Saitans Agentin, ja. Es ist die Aufgabe des Ordens. Das scheint sich schon ein bisschen zu überschneiden, oder? Ja, geht ja, glaube ich, gerade um den Nekromanten, den wir vor uns gesehen haben. Kann sein, ja. Um den Lichter. Dann ist es wichtiger, sie zu finden und zu töten, als auf Friedhöfen rumzubuddeln. Unsere Orden sind mal gucken. Es geht auf jeden Fall auch um Untote. Ja.
Aha, die redet anscheinend mit Gedankenkontrolle über dich. Können für sich selbst Ja, habe ich auch das Gefühl. Ich bin Garn Turmbrecher von den Wachsamen. Schön, noch einen militärisch ausgebildeten Verstand dabei zu haben. Ich bin Korukan, bearbeitender Schmied vom Orden der Gerüchte. Wir haben uns auf Untergrundtätigkeiten spezialisiert. Information, Infiltration und Attentate. Ich bin sicher, Tribun Brimstone hat euch eingewiesen. Aber trotzdem die Kurzfassung. Alle drei Orden sind entschlossen, die Altdrachen aufzuhalten. Euer totes Truppmitglied könnte darin verwickelt sein. Ich verstehe, worum es bei dem Auftrag geht. Jauls Grab ist gleich hier. Worauf warten wir also? Seht ihr? So denkt ein Militär. Das Problem identifizieren und es gleich angehen. Kein Rumgeeiere, kein zu Tode quasseln. Auf euch haben wir gewartet, Centurio. Ah. Es gibt eine Komplikation. Genauer gesagt, eine Horde untoter Raupen zwischen uns und dem Ziel. Und da der Tote zu eurem Trupp gehörte, wollten wir auf euch warten, bevor wir ihn ausgraben. Aber wenn ihr jetzt da seid, auf zum Raupenquetschen. Ah ja. Also wir betreiben hier Leichenschändung. Ja. Ach, wegen ein paar untoten Raupen geht's Leben weiter. Ach Gott, jetzt ich mir ruin. Irgendwann. Komm, wir vierten hier ist ja unmöglich sowas. Du hast Angst vor Raupen jetzt auch noch, nie nur vor Geistern. Na los, dann buddel mal deinen Kumpel aus da. Ja. Das Grab ist gebrochen. Ja, irgendwie ist nie so gut. Ne. Kein Amulett, nicht mal eine Leiche. Entweder hat jemand euren Freund ausgebuddelt oder hat das selbst erledigt. Wenn Garn hier etwas mehr Humor hätte, würde ich unser Projekt damit als totgeborenes Kind bezeichnen. Geht auf eurem Amboss rum, Hämmern Schmied. Hier reden die Erwachsenen. Unser Ziel hat sich nicht geändert. Wir müssen immer noch eines dieser Amulette in die Finger bekommen. Ich fürchte, das muss ich euch beiden überlassen. Ohne das Amulett in Händen muss ich mich mit meinen Kollegen beraten, bevor sich die Abtei auf eine angemessene Reaktion festlegt. Wir haben die Aufzeichnungen der Nekromantin. Wir wissen von mindestens zwei von Rissas Schmuckstücken, wo sie sich befinden. Ich würde sagen, wir fangen mit Drugas Heimstatt an. Ich und die anderen Schmiede treiben da oft Handel. Wir haben dort wertvolle Kontakte und können es uns nicht leisten, sie zu verlieren. Was ihr und eure Kumpane wollt, könnt ihr verkokeln. Die Leute von der Schlewi-Freistadt wurden angegriffen und brauchen unseren Schutz. Ihr könnt nicht jeden retten. Da unser neues Goldstück hier nicht an zwei Orten gleichzeitig sein kann, wen werdet ihr beschützen, Centurio? Bei mir war die Entscheidung leichter irgendwie. Ja, wen beschütze ich denn? Die Händler oder die Stadt? Ich werde die Stadt nehmen. Ja, dem. Schatten umfangen euch. Dort gibt es noch keine Angriffe, bei den anderen gibt es Angriffe, also nehmen wir das, wo sie angreifen. Ja.
füttern. Oder gucken wir mal, wie es aussieht. Scheiße. Naja, nimm mal die. So, verlassen wir erstmal die Instanz. Okay. Weil wir müssen jetzt woanders hin. Ist ja immer noch für Level 22, wie bei dir, hat sich nichts geändert. Ja, war abzusehen. Das heißt, wir machen jetzt bei dir für die Wachsamen sozusagen. Ja. So sieht's aus. Ach Gott. Wollt ihr mich verarschen? Ach das. Och Gott, wir müssen in ein Gebiet, da waren wir noch nie, Marius. Cool, wie bei mir. Weder eine Wegmarke noch sonst irgendwas. Und es scheint doch relativ weit zu sein. Da müssen wir ein Stück laufen. Wohin denn? Also ich würde sagen, wir müssen sonst noch irgendwas anderes irgendwo in der Nähe. Echt doof aus. Ja, da müssen wir hoch in das zweite Gebiet, wo wir schon mal waren, und zwar ja. In Wegmarke Nolan. Jo. Ja, und dann müssen wir ziemlich weit, also durch das nächste Gebiet, komplett durchrennen, wie es aussieht. Und dann noch im nächsten Gebiet ist es dann erst. Na, da schauen wir mal. Ja. Ja. Lead the way. Oder wo will der denn jetzt, wo wir hingehen? Ah, nee, der will, dass wir da oben rausgehen. Wir können, mach mal Karte auf und nach Norden will er, dass wir gehen. Wegmarke, Charator, Freistadt. Ja. Otto. Gott, da will er, dass wir rausgehen ins nächste Gebiet. Dann gehen wir halt hier raus. Ah, hier grummelt das ja wieder so. Komm. Noch einen Weg geben. Ach, der Weg geht da hoch. Ja, ah. Der geht außen rum. Ja, hier waren wir noch nie. Naja, ah, es gibt immer ein erstes gut. Mal. Jo. Erstmal schön in die Wegmarke holen. Oh, hier ist kalt. Dezent. Ach, müsste ich. So. Ernst meine. Ja, wir haben einiges an Weg zurückzulegen, leider. Naja. Ich weiß nicht, ob wir unterwegs vielleicht noch ein bisschen was machen wollen. Ach, wir laufen da jetzt hin. Na, dann machen wir das. Sollte es zu lange gehen, kann ich es immer noch schneller machen dann. Kannst ja genau. Da schön Musik unterlegen. Ach komm, wenigstens was ernten können wir. Ja, das auf jeden Fall. Petersilie. Thymianblätter. Was hast du? Thymianblätter. Bei mir war Petersilie drin. Sehr verrückt. Interessant. Oh, wollen wir hier vielleicht das Event nebenbei? Nein. Nein, das halt nicht. Triumph oder Tod? Ich denke, das wird die kleine Lawine runterkommen. Und sicher. Ach ja. Schöne kalte Landschaft hier. Ja. Erinnert mich leicht an Nordend. Ja, stimmt. Ah ja, wenigstens die Wegmarke da oben können wir ja mitnehmen. Ja, das auf jeden Fall. Oh, das wollte ich gar nicht. Ach Mist, der tötet man halt schnell. Nein. Hehehe.
Blöder Elch. So, jetzt aber weiter. Oh, und da oben gibt's Kupfererz. Kupfer, 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 Kupfer. Ihr durch jetzt? Ja. Interessante Landschaften hier. Jupp, definitiv. Ja, und jetzt hier, glaube ich, fast durch das Gebiet auch nochmal durchlaufen. Was ist denn jetzt gefunden? Holz. Holz. Bin da. Gegner. Oh, Level up. Level up, GZ. Komische Eissplitter hier überall. So nach Wikinger aus hier das Ganze. Ja, ein bisschen. Fest. Oh. Hast du dir eigentlich mal die neue Serie Vikings angeguckt, Marius? Nee, habe ich nie, aber ich habe gehört, die soll ganz gut sein. Oh ja, also ich finde sie echt toll. Da muss ich da wohl mal reinschauen. Mach das mal, empfehlenswert. Ach man. Ist es so... Ja, eher ein realistisch gehalten oder doch schon mit Mythologie und so und Thor und Odin und... Also die reden viel drüber, sagen wir es mal so. Ja, gut. Aber du siehst sie nicht. Ja. Aber die, wie früher halt, weißt du, oh hier, schlechtes Wetter, ist natürlich Odin dran schuld oder Odin ist böse auf uns oder halt so ein Gelaber. Ja. Aber sonst nix. Holen wir uns das Zeug da oben oder lassen wir es ruhen? Was für ein Zeug? Ach, das ganze... Erzgel und Quatsch. Silber. Können wir das jetzt abbauen? Ist ja nett. Kannst du mal sehen. Da noch Topaz mit drin gewesen. Hit. Oh, noch irgendein Kraut. Und Wölfe. Na, war ja klar. Eine Möhre. Ja, können wir auch den Wegpunkt noch holen. Das ist wohl wahr. Da haben wir hier wenigstens auch noch einen Wegpunkt. Ja. Könnte ja sein, dass wir da hier nochmal hinkommen. Früher oder später. Ja, sich. Wenn es zum Leveln vielleicht ist, ne? Ja. So, wieder weiter nach Westen. Sehr westlich orientiert, meine Quest. Könnte auch daran liegen, dass das Char-Gebiet ganz im Osten liegt. Ja. Schon schade. Knoblauch, Mensch. Pfeffer. Ja. Also das hier ist definitiv immer noch nicht das Gebiet, wo wir eigentlich hin müssen. Schade. Naja, dann machen wir eine kleine Expeditionsrunde mit Farming. Muss ja auch sein. Ja, ich meine, es ist ja wichtig, dass wir auch Materialien haben, um mal wieder craften zu können. Ja. Obwohl mir da zurzeit Kupfer, glaube ich, immer noch lieber wäre. Ich glaube, wir brauchen auch Kupfer zurzeit, ja.
Ach, nehmen wir mal die Standarte raus hier. Ach, guck, nee, sind wir doch schon da? Was? Gerade mitten auf dem Weg. Ja, wir sind schon da. Ich bin schwer begeistert. Well. Hier jetzt, wa? Ja. Dann würde ich sagen, noch. Machen wir das in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Oh.